Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren Guide zu Sifu und zwar heute zu allen Sammelobjekten, die ihr hier im Fabrikgelände im ersten Level finden könnt. Ja, wir wollen heute alle Sammelobjekte hier für die Pinnwand suchen und finden und damit auch die Trophäe Detektiv freischalten. Und ja, wir starten ja schon mit zwei, beziehungsweise eigentlich drei in der Tasche, denn wir haben ja hier schon diese beiden gefunden, den ersten direkt am Anfang nach dem Prolog und die anderen können wir einsammeln, sobald wir jetzt hier in das Level starten. Wir gehen also hier in das Gebäude und unten an dem Gebäude gibt es eine verschlossene Tür und an der hängt ein Zettel. Und da können wir direkt die ersten beiden Gegenstände finden. Das ist hier einmal der Brief mit dem Totenkopf. Das ist also insgesamt Gegenstand Nummer 3. Und wenn wir dann einmal an der Tür rütteln sozusagen, weil sie ja noch verschlossen ist, dann kriegen wir auch daran einen kleinen Reminder hier, die Tür zur Straße. Weiter hoch im Gebäude besiegen wir hier ein, zwei Gegner und gehen dann in den Raum dahinter. Da wird er dann die kleine Option haben, einen Spruch über hier die Personen in dem Zimmer abzulassen. Und indem ihr hier euch hochkämpft und dann eben einmal auch hier in den Raum guckt, werden wir schon die nächsten zwei Gegenstände finden. Ihr seht, er hat sich hier ein paar kleine Zeichnungen gemacht, überhaupt einmal über die Abhängigen und dann über die Gangster im Flur. Von hier aus weiter, wir sind jetzt gerade vom Balkon hier rüber gesprungen und können dann in diesem Raum diesen lila Nebel einsammeln. Das ist kurz bevor ihr dann in diese Flursequenz startet. Weiter geht's und wir springen hier einmal auf das Geld runter und müssen dann hier zum ersten Mal gegen einen dieser Fettwandsgegner kämpfen. Und ja, der Kampf gegen ihn, das ist so ja, die erste kleine Herausforderung und wo euch so ein bisschen das Ausweichen beigebracht wird, wie ich euch hier auch zeige. Und sobald ihr ihn besiegt, wird auch hier wieder eine kleine Erinnerung an diesen Kampf kommen. Machen ihn jetzt also hier einmal gleich fertig, zack. Und schon solltet ihr an der Pinnwand einen kleinen Zettel haben, wo wir hier den Gegner einmal hochgemalt haben. Aufgemalt heißt das. Ja, im gleichen Raum, hinten an der Wand, liegt ein Geldschein bzw. Geldstapel und ja, die schauen wir uns einfach an und dadurch haben wir auch dieses Collectible. Nach diesem etwas, wie ich finde, schwierigeren Kampf hier in diesem ja, größeren Raum, könnt ihr hier hinten im hinteren linken Eck an den Tisch gehen und hier den Handzettel für den Club finden, der so ein bisschen das nächste Level teasert. Ein Stückchen weiter haben wir das Vergnügen, hier gegen diese zwei Freunde hier zu kämpfen. Ihr geht links einmal in die Tür rein und da warten die schon auf euch neben einer Schreinstatue. Und ja, sobald ihr sie besiegt, könnt ihr auch hier wieder einen erst Schlüsselbund sichern. Das ist der Schlüssel für die Tür nebenan. Und eben auch noch ein ja, Foto, ein zerrissenes von den beiden tätowierten Zwillingen hier. Das sind also die beiden Dinge, die ihr hier einsammelt. Weiter geht's. Wir kämpfen uns jetzt hier, beziehungsweise sind jetzt hier raus, kommen an das besagte Metalltor, das verschlossen war. Das haben wir jetzt hier mit dem Schlüssel geöffnet und können dann hier in diesen Hangar gehen. Und ja, hier ist der zweite größere Kampf des Spiels und da liegt einfach direkt auf dem Tisch hier eine lila Blume, die ihr einsammeln könnt. Die nicht vergessen. Raus aus dem Hangar geht es dann hier in diesen längeren Flur. Da gibt es dann auch diesen Schrein, den wir jetzt gerade passiert hatten. Und einfach hier die Treppen. Das ist der normale Laufverlauf des Levels. Das könnt ihr hier gar nicht verpassen. Da finden wir eine Keykarte. Und diese Keykarte wird erst tatsächlich relativ spät im Verlauf des Spiels wichtig, denn das ist die Schlüsselkarte für das Zimmer 206 und das könnt ihr erst im allerletzten Level betreten hier und da braucht ihr die tatsächlich. Denn dort benötigen wir dann oder finden wir dann einen Schlüssel, der zu der Tür passt, die da jetzt gefunden werden kann.
klopft da auch einmal an, denn da werdet ihr hier die Tür zu einem Privatraum freischalten. Das ist quasi der vorletzte Gegenstand, den wir finden können. Nachdem wir dann im letzten Level waren und einen Schlüssel gefunden haben, kehren wir hier nochmal zurück und können jetzt hier diese Tür tatsächlich auch öffnen. Und ich zeige euch den Blumenschlüssel an dieser Stelle. Ihr seht, den finden wir im allerletzten Level. Und dann geht's hier einmal rein und auf dem Tisch liegt dann schon der letzte Gegenstand. Und wenn ihr den einsammelt und alle davor gemacht habt, dann sollte auch die Trophäe Detektiv für euch poppen. Das ist es schon. Das sind alle Gegenstände hier im allerersten Level im Fabrikgelände. Wie immer, wenn das Video geholfen hat, lasst ein Like da, gern ein Abo für den Kanal und dann sehen wir uns ganz bald wieder hier bei mir. Ich freue mich drauf. Bis bald und tschüss.